Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Dieses Wort aus Jesaja 41 enthält so ziemlich alles, was wir genau jetzt brauchen können. Fürchte dich nicht. Ja, es kann einem schon Angst und Bange werden, wenn man die täglichen Neuinfektionszahlen in die Höhe schnellen sieht, wenn sich in den Ländern um uns herum die Intensivstationen schon wieder zu füllen beginnen und mancherorts dort jetzt schon wieder der Gesundheitsnotstand droht. Die politisch Verantwortlichen tun jetzt ihr Bestes, um uns besonnen durch diese Zeit zu führen. Und wir alle können aus Freiheit Verantwortung übernehmen und unsere Corona-relevanten Aktivitäten so weit wie möglich reduzieren. Aber was macht das alles mit unserer Seele? Ich glaube, Worte wie die von Jesaja sind gerade jetzt ganz besonders wichtig. Sie sind eine Schule des Vertrauens. Sie sind eine Quelle innerer Sicherheit. Sie geben die Stärkung, die wir jetzt brauchen. Es sind nur Worte. Aber Worte können eine große Kraft entfalten, wenn wir sie immer wieder im Herzen bewegen und sie immer mehr unsere Seele erreichen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Nehmt dieses Wort mit in die nächsten Tage und geht gesegnet und behütet in diesen Tag und in die ganze Woche.